Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse zu Wirtschaft TV und einem speziellen Thema natürlich heute. Ja, überall wird laut gejammert und geschrien, Fachkräftemangel an jeder Ecke. Das heißt also, die, die momentan spezialisiert sind auf Recruiting, die können sich eigentlich vor Aufträgen gar nicht retten. Deswegen bei mir André May, der ist nämlich Recruiter und da will ich wissen, wie man denn da vor sich geht. Das heißt, die Wirtschaft ist momentan ganz nah bei Ihnen. Definitiv 1 Million offener Stellen im Moment. Alle suchen händeringend Fachkräfte, Pflegepersonal, Handwerker. Alle werden händeringend gesucht und da helfe ich kleinen und mittelständischen Unternehmen. Jetzt ist aber André May kein Personalvermittler. Das darf man so nicht sehen. Ihre Kunden sind ja die Unternehmer. Genau. Ich zeige Unternehmern, ich zeige Geschäftsführern, wie sie die besten Mitarbeiter, Verkäufer und Talente gewinnen. Da habe ich ein System entwickelt, das 360-Grad-Recruiting-System, und das funktioniert wunderbar. Ich übernehme für meine Kunden die Garantie dafür, dass sie mit diesem System die richtigen Mitarbeiter und Verkäufer gewinnen. Da fragt man sich natürlich, meine manch ein Spezialist, ob aus dem medizinischen oder aus dem handwerklichen Bereich, die divergieren ja teilweise weit auseinander. Das System deckt das alles ab? Die Werkzeuge sind immer die gleichen. Das ist ein Mix aus 7 Recruiting-Kanälen, also wie kann ich die Kandidaten ansprechen, und das sogenannte Employer Branding. Employer Branding ist eine Arbeitgebermarke ausbilden. Das heißt, eine Arbeitgebermarke ist das, was Ihre Mitarbeiter über Sie sagen, wenn Sie gerade nicht im Raum sind. Und dieses gesamte System kann jeder Unternehmer, kann jeder Geschäftsführer für sich und sein Unternehmen implementieren und gewinnt dann garantiert die richtigen Mitarbeiter. Das heißt aber, im Prinzip ist denn da noch eine Datenbank hinterlegt, wo dann die Menschen auch zu finden sind? Die ist nicht hinterlegt, das macht jeder Unternehmer selber. Jeder Unternehmer wird sichtbar am Markt mit seiner Arbeitgebermarke, mit seinen Recruiting-Kanälen und kann damit sehr, sehr einfach seine eigene Datenbank aufbauen. Und die Menschen werden sich dann bei ihm quasi auch melden. Das heißt also, wenn ich einmal diese Software installiert habe, dann kann ich die ja praktisch mein ganzes Berufsleben dann benutzen. Es ist keine Software, es ist ein Lehrgang, das ist ein Eintageslehrgang, die nennt sich Masterclass of Recruiting. Da lernen Sie alles über das System kennen und wenn Sie es, wie gesagt, einmal implementiert haben, finden Sie immer die richtigen Mitarbeiter, Verkäufer und Talente für sich. So, jetzt habe ich auf der anderen Seite aber wirklich Mitarbeiter und jetzt habe ich die auch alle gefunden. Manchmal heißt es ja auch, ich muss die bei der Stange halten, motivieren. Ja. Das ist natürlich, unter diese Menschen zu halten, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das hat auch immer mit Führung zu tun. Auch darin gehen wir ein bei der Masterclass of Recruiting, wie Sie diese Menschen bei sich behalten können. Denn Mitarbeiterzufriedenheit, haben Sie eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, senken Sie natürlich die Fluktuation. Sind Ihre Mitarbeiter unzufrieden, geht es in die andere Richtung. Das hat natürlich ganz viel mit Ihnen als Chef auch zu tun, ob die Menschen zufrieden sind oder nicht. Aber das wird dann von André May auch vermittelt? Ja. Ich sage, wie die Grundsätze sind, was Menschen im Moment von anderen Unternehmern, von Geschäftsführern erwarten. Warum sind Menschen eigentlich gerne bei Ihnen und bei Ihrem Unternehmen? Da kann man viel von den Großen lernen und das zeige ich denen auch. Geht es denn in der Hauptsache nur um schon ausgebildete Menschen, also um Fachkräfte oder auch um die sogenannten Azubis? Die werden ja auch händeringend gesucht. Also es kommt sehr stark darauf an, wen man sucht. Aber ich helfe den Menschen auf dieser Masterclass of Recruiting, ein System zu entwickeln, wie sie sowohl die Azubis finden, als auch die Fachkräfte, als auch vielleicht die ungelernten Mitarbeiter, die sicherlich für einige Unternehmen auch wichtig sind, für einfachere Tätigkeiten. Da muss ich natürlich als Unternehmer überlegen, naja, sage ich, ich habe jetzt eher ein kleines Haus, so 10, 15 Mitarbeiter. Lohnt es sich dann trotzdem, André May einzuladen oder gibt es da so gewisse Größenordnungen? Nein, es lohnt sich. Ich war bei einer Firma, die hatten nur 2 Angestellte und wollen wachsen. Und wenn Sie heute wachsen wollen, haben Sie genau 3 Möglichkeiten. Sie können die Schlagzahl erhöhen. Das heißt, Sie machen mehr und haben am Ende mehr Umsatz. Sie können den Preis erhöhen und wenn Ihre Kunden das mitmachen, umso besser, haben Sie am Ende mehr Umsatz. Und Sie können die richtigen Mitarbeiter einstellen und dann macht es BÄM! Und dann haben Sie mehr Umsatz. Und das sehen Sie bei allen großen Firmen, sei es Apple, Google, die wirklich nur die besten Mitarbeiter einstellen. Und bei meinem Seminar geht es wirklich nur darum, wirklich auch sogenannte A-Mitarbeiter einzustellen. Außerordentlich gute Mitarbeiter, die Ihnen zur Seite springen, die loyal sind, die einfach für Ihre Sache mitkämpfen. Heißt aber auch, dass manch ein Mitarbeiter, sieht man ja auch am Standort Frankfurt, vielleicht dann auch international gesucht wird, das heißt englischsprachig, indisch ist, aus anderen Ländern kommt. Ich habe mich spezialisiert rein auf den deutschen Markt, auf Österreich und Schweiz. Ja? Und wenn Sie international Menschen suchen, können Sie mich auch anfragen. Dann würde ich einen Kollegen vermitteln, der für den internationalen Bereich tätig ist. Meine Expertise für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und da haben wir ganz viel zu tun. Das merkt man die ganze Zeit jetzt schon nicht im Jahr 2019, sondern schon seit Jahren. Und der Trend hält ja eigentlich an. Fachkräftemangel ist ja nicht innerhalb eines Jahres zu erledigen.
Nein, das hält an natürlich, weil der demografische Wandel, wir haben jahrelang darüber gesprochen, jetzt ist er mittlerweile da. Wir haben Generation Y und Z, wir haben die digitalisierte Welt. Insofern gibt es ganz viele Dinge. Warum? Die Arbeitnehmer werden ja nicht mehr, die werden tendenziell noch viel weniger. Und das, was wir im Moment sehen, ist erst der Anfang. Das wird noch deutlich, deutlich, deutlich verschärfter werden. Das heißt also auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren werden Sie dementsprechend ordentlich zu tun haben. Ja, ich freue mich natürlich und vor allen Dingen freue ich mich, wir machen, nachdem ich da war, nachdem die Menschen bei mir im Seminar waren, machen wir Zufriedenheitscalls. Und alle, die bei mir im Seminar waren, haben die richtigen Mitarbeiter gefunden. Sonst würde ich dafür nicht die Garantie übernehmen. Und deswegen haben wir ganz viel zu tun und werden wahrscheinlich auch noch viel zu tun haben. Heißt aber, um nochmal auf das Seminar selber zu kommen, das ist ein Tagesseminar und danach wird dann nochmal... Genau, wir haben ein Tagesseminar, nennt sich Masterclass of Recruiting. Oder wenn der Unternehmer sagt, ich buche den André Mai für einen Tag, komme ich natürlich auch in die Firma. Dann bereite ich mich individuell auf diese Firma vor und dann bin ich natürlich noch viel spezieller unterwegs. Weil Sie müssen ja teilweise auch wissen, was haben die für Fachkräftemangel, welche werden da gesucht? Ja. Da bereite ich mich natürlich vorher vor, ich schaue mir das vorher an, ich mache vorher auch Calls mit den einzelnen Teilnehmern und dann schauen wir sehr konkret, was dann gesucht wird. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, vor allen Dingen die aus der Wirtschaft und die Unternehmer sind. Fachkräftemangel muss nicht unbedingt sein, wenn man den richtigen Partner an der Seite hat. André Mai bietet sich hier halt eben mehr als dementsprechend an und das, wie gesagt, mit einem außergewöhnlichen Konzept. Und das war schon wieder von Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Sie wissen ja, wir vermitteln Ihnen ja gerne etwas Neues, immer wieder an neuem Wissen.